Ein herzliches Willkommen aus Dresden heute zum Spio-Web-Talk. Es geht um Volleyball. Die echten Sportfans, die haben es natürlich mitbekommen. Gestern der Dresdner SC nach einer wunderbaren, nach einer spannenden Finalserie, Playoff-Serie, deutscher Meister geworden zum sechsten Mal. Keiner hat vor der Saison so richtig damit gerechnet. Und dann haben die Mädels eine Saison hingelegt, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Natürlich wurde gestern auch ein bisschen gefeiert. Und deswegen sind wir froh, dass trotzdem eine der Schlüsselspielerinnen den Weg heute zu uns hierher gefunden hat, zum MDR nach Dresden, Jennifer Janiska. Schön, dass Sie da sind nach der Meisterfeier gestern Abend. Als allererstes natürlich herzlichen Glückwunsch und gleich die Frage, wie feiert man in Corona-Zeiten solch einen Titel? Danke und hallo. Wir haben doch tatsächlich gut feiern können. Wir waren ja dann noch in der Halle, weil wir konnten ja jetzt auch nicht großartig raus. Wir haben uns aber genossen, haben noch zusammen gegessen und dann haben wir das DJ-Pult genommen und haben nochmal ordentlich Musik angeschmissen und getanzt und ja, einfach nochmal den Abend richtig ausklingen lassen, ja. Sie waren eine der Ersten, ich kann mich erinnern, nach dem Vorrundenspiel gegen Schwerin, die das Wort Meisterschaft in den Mund genommen hat. Was hat Sie schon so früh in der Saison daran glauben lassen, dass es diese junge Mannschaft so weit bringen kann? Ja, ich hatte von Anfang an immer schon so das Gefühl, dass wir so das gewisse Etwas haben. Und klar, wir müssen daran arbeiten, das haben wir auch gut gemacht. Und irgendwann bekommt man dann halt mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein, wenn man halt solche wichtigen Spiele eben gewinnt, wie gegen Schwerin dann. Und irgendwann fängt der Zug dann an zu rollen und man, es wird immer mehr und immer besser und jeder lacht und jeder hat Spaß. Und dann war für uns auch irgendwie klar, wenn wir in die Playoffs gehen, dann wollen wir definitiv ins Finale und dann gucken, was drin ist. Aber ganz groß offiziell ausgesprochen haben wir es dann, glaube ich, doch nicht. Aber intern wussten wir können das wirklich schaffen, ja. Also auf jeden Fall eine Teamleistung und eine Leistung, die mit viel Willenskraft erreicht worden ist. Sie sind 27, das ist für eine Volleyballerin eigentlich noch kein Alter. Trotzdem haben Sie mal gesagt, Sie fühlen sich in diesem Dresdner Team so ein bisschen wie die Oma. Beschreiben Sie mal, warum. Ja, ich glaube, Lenka und ich sind mit die Ältesten. Also Lenka ist die Oma 1 und ich bin Oma 2. Schon wirklich außergewöhnlich, mit 27 Jahren so alt zu sein. Und wir beide, Lenka und ich, haben ja schon auch sehr viel mitgemacht, gelten auch so ein bisschen als die Erfahrenen zusammen mit Lena Stegroth noch. Und uns war klar, dass wir das Zepter auch so ein bisschen in die Hand nehmen müssen, dass wir den jungen Mädels zeigen, wo der Weg hinführen kann, was man dafür aufopfern muss. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, ja. In der Finalserie gegen Stuttgart, gegen den Favoriten vom Papier her, schon 0-2 zurückgelegen nach Spielen, trotzdem wiedergekommen in wahnsinnig aufregenden Tiebreaks und am Ende den Sack zugemacht. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben für den DSC, mal abgesehen von den sportlichen Qualitäten? Ich glaube, unser unbändiger Wille, dass wir das wirklich schaffen können, wir waren alle siegeshungrig, weil wir wissen, Siegen macht viel mehr Spaß als Verlieren. Das haben wir auch durchgemacht diese Saison, haben auch gegen Stuttgart bis zur Finalserie keinen einzigen Satz gegen Stuttgart eben gewonnen und die waren auf dem Papier definitiv der Favorit. Wir wussten aber von den Spielen davor, auch aus der Playoff-Serie, dass wir uns den Gegner auch erstmal ein bisschen angucken müssen und ein Gefühl für den Gegner bekommen haben. Und wenn man weiß, ja, theoretisch hat man 5 Spiele, dann nehmen wir die 5 Spiele doch mal gleich mit. Und uns ist das immer besser gelungen, auch von der taktischen Seite her, uns auf den Gegner einzustellen. Und irgendwann, wenn man das spürt, dann kommt halt der Wille und die Emotionen dazu und dann kann es großartig werden, ja. Wenn man Sie abseits vom Spielfeld erlebt, dann sind Sie eine ganz ruhige, eine ganz bescheidene Person. Der Trainer lobt aber gerade den Kampfgeist und den unbändigen Willen der Jennifer Janiska. Mir ist aufgefallen, vor allem in dieser Playoff-Serie, immer wenn es eng wurde und alle Spiele waren eng, dann sind die schwierigen Bälle zu Ihnen gekommen, auch die vorentscheidenden Bälle. Wie viel Druck lastet da auf der Schulter und wie gehen Sie damit um? Ist da irgendwie ein Tunnel oder wie kann man diese schwierigen Situationen so erfolgreich lösen, wie Sie das machen? Also mir ist schon bewusst, dass wenn es eng wird, dass die Zuspieler mich suchen. Ist auch ehrlich gesagt eine neue Erfahrung für mich. In den vergangenen Jahren war das eher nicht so. Da war ich jetzt nicht dieses Go-To-Girl. Aber man muss schon sagen, man wechselt auch in seine Rolle rein. Und wenn es halt funktioniert, was ja auch wirklich gut geklappt hat und das Vertrauen einfach da ist, dann möchte ich auch gerne Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, es hat jetzt hinten raus, vor allem in den 5-Set-Spielen, gut funktioniert, ja. Und dann macht es ja auch Spaß, dann will man auch mehr Bälle bekommen. Sie sind Nationalspielerin, Sie haben in der letzten Saison beim besten Team der Welt gespielt, sind Clubweltmeisterin gewesen, nach Italien gewechselt, dort eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt sind Sie in Dresden Führungsspielerin, haben Sie hier trotzdem noch was dazugelernt in dieser besonderen Saison? Ja, absolut. Also ich kann schon sagen, dass es für mich vom
leistungstechnischen her schon mit die beste Saison war, die ich auch gespielt habe. Hat natürlich auch viel mit dem Vertrauen vom Trainer zu tun, der gesagt hat, wir können das ruhig so probieren und wir müssen unser Team ja sehr ausgeglichen eben bespielen, was unsere Zuspielerin gut gemacht hat. Und von daher habe ich definitiv gelernt, auszuhalten und Verantwortung zu übernehmen. Und es macht halt auch Spaß. Also Verantwortung zu übernehmen heißt im Aufschlag Risiko zu gehen, aber weniger Fehler zu machen, Effekte zu erzielen, in der Annahme Verantwortung zu übernehmen. Wer es gestern gesehen hat, Lenker und ich haben fast zu zweit das ganze Feld angenommen und dann vorne noch zu punkten. Ich glaube, das hat meinem Selbstvertrauen nochmal sehr, sehr gut getan, ja. Stichwort Italien nochmal. Sie waren, ich habe es gerade gesagt, bei einer der besten Mannschaften der Welt. Dann kam Corona. Letztes Jahr in Italien ja noch schlimmer zunächst, als wir das hier in Deutschland hatten. Was hat Sie so schnell dazu bewogen, wieder nach Deutschland zu gehen und wie sind Sie am Ende in Dresden gelandet? Es ging ja dann doch relativ schnell durch die Corona-Situation. Es kam ja dann wie so eine Welle, vor allem in Italien und auch im Kreis Venedig, Mailand. Ja, die Flüge wurden gestrichen und irgendwann habe ich gesagt, ich packe jetzt meine Sachen und ich muss hier weg, weil ich weiß nicht, wann die Grenzen geschlossen werden. Und eigentlich habe ich schon relativ viel gesehen jetzt. Das eine Auslandsjahr hat mir auch ja, nicht gereicht, aber man hat halt seine Erfahrungen einfach gemacht. Und durch die Nationalmannschaft habe ich eh schon viel gesehen, bin viel um die Welt geflogen und gereist, dass ich gesagt habe, ich stehe auf den deutschen Standard, den ich hier habe. Und möchte doch dann wieder gerne in Deutschland spielen. Und da hat der Dresdner SC schnell zugegriffen, ja. Was hat den Ausschlag gegeben? Gab es mehrere Angebote? Warum haben Sie gesagt, okay, Dresden wird's? Ja, unter anderem, weil ich wusste, hier sind sehr, sehr viele deutsche Spieler. Ich weiß, worauf ich mich einlassen kann. Und ich weiß auch, dass sie eben den Pokalsieg geholt haben, dass sie hungrig sind, dass sie Lust auf mehr haben. Und es war auch der entscheidende Faktor, sie haben eine Außenangreiferin eben mit viel Annahmepotenzial gesucht. Und da fiel es mir recht einfach, dann Ja zu sagen, ja. In den vergangenen 20 Jahren, sage ich mal, seit dem ersten Meistertitel der Dresdnerinnen, 22 Jahre ist das her, hat das Publikum in Dresden immer eine große Rolle gespielt. Sie kennen das auch, allerdings noch eher aus der Rolle des Gastes. Mit Schwerin haben Sie öfter in Dresden gespielt. Wie war das jetzt diese Saison? Das Publikum war ja quasi nur ein oder zwei Spiele da, dann waren es Geisterspiele. Wie geht man damit um als Sportlerin, die ja auch Emotionen braucht rundherum? Ja, schon schwierig. Also am Anfang der Saison waren ja eben noch Zuschauer da, aber ja, während der Saison merkt man einfach, dass das auch Kräfte zieht, weil wenn man jedes Mal in die Halle kommt und da sind leere Ränge, dann ist es so, uff, heute muss ich mich besonders nochmal motivieren und anstrengen, damit wir hier vor allem bei guten Gegnern einigermaßen ein schönes Ergebnis erzielen können. Es zieht schon an der Energie und an der Kraft natürlich, auch in entscheidenden Momenten. Ich glaube auch so gegen Stuttgart in der Hinrunde, das erste Spiel, waren alle Sätze 25, 23 oder auch 30, 28. Ich weiß nicht, wenn da Zuschauer da gewesen wären, vielleicht wäre es anders ausgegangen. Aber hätte, wenn und aber, das weiß man nicht. Letztendlich haben wir einen guten Mix gefunden, damit umzugehen. Und ich hoffe sehr, doch sehr, dass das nächstes Jahr wieder anders aussieht in der Halle, ja. Da sind Sie sicher nicht die Einzige. Von den Spieltagen mal abgesehen, beschreiben Sie mal kurz, wie funktioniert das Leben einer Leistungssportlerin in der Blase, im Fall Volleyball, bei Ihnen persönlich? Ja, also wir haben eigentlich grundsätzlich immer zweimal am Tag Training, morgens ein bisschen Krafttraining und technisches Training und abends halt unser großes Teamtraining. Und dazwischen hat man vielleicht mal Zeit einkaufen zu gehen oder sich eben zu erholen. Jetzt durch Corona, wo die Restaurants auch zu haben, gibt es halt weniger Teamabende, da muss man sich schon was einfallen lassen. Kochkünste steigen bei jedem Einzelnen, wir haben ein großes Rezeptbuch gemacht. Man muss sich halt was einfallen lassen, aber ich glaube, wir haben es gut hinbekommen. Jetzt spielen Sie nächstes Jahr in der Champions League mit dem DSC. Sie haben noch ein Jahr Vertrag, das heißt, Sie bleiben auch hier, oder? Definitiv, ja. Wenn man nach vorn guckt, es weiß vom Trainer, es wird schon so ein bisschen geplant, es wird an der neuen Mannschaft gebastelt. Was glauben Sie, mit was für einer Mannschaft kann der DSC nächstes Jahr ins Rennen gehen? Wie viel wissen Sie da schon, wie viel können Sie da schon verraten? Also so ganz so viel weiß ich nun auch nicht und verraten kann ich sowieso nicht, solange noch nichts Offizielles. Aber was ich weiß, glaube ich, habe ich ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass wir ein Champions League-reifes Team auf die Beine stellen, ja, schon. Das, was Sie dieses Jahr auf die Beine gestellt haben, das war definitiv Teamwork. Wir haben es gerade besprochen. Trotzdem wollen wir über zwei Spielerinnen speziell nochmal reden. Das eine ist Maja Stork, die ja mit unglaublichen Werten, mit Angriffspunkten sicher mit dafür verantwortlich war, dass der DSC am Ende so erfolgreich war. Was hat sie in diesem Jahr noch dazugelernt? Und wie geht es Ihnen mit Maja Stork die Außenbahn zu besetzen und den Gegner mitunter schwindlig zu spielen oder zu schmettern? Ja, es ist der absolute Wahnsinn, auch der größte Respekt, was Maja diese Saison gemacht hat, vor allem jetzt in der Finalserie.
auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Anteil, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Vor allem, dass wir ins vierte Spiel geschafft haben. Man muss sagen, vor dem Finale war uns klar, also alle Spielerinnen müssen eigentlich besser spielen als die auf der anderen Seite, auch von der Statistik her. Und wenn Maya es schafft, mit Crystal Rivers irgendwie gleichzuziehen, sie muss nicht besser sein, aber versuchen, an Crystal ranzukommen, dann haben wir eine Chance. Und das hat sie wahnsinnig gut gemacht und ja, absolut stolz, wirklich. Crystal Rivers, ja, die Überfliegerin auf Stuttgarter Seite, die ja aus der dritten Etage schlagen kann und für jedes Team schwer zu verteidigen ist. Für euch war das ja ähnlich, ne? Ja, absolut. Also wir wissen auch, in den schwierigen Momenten geht der Ball halt eben zu Crystal Rivers, aber selbst dann sie noch zu stoppen, ist wahnsinnig schwierig. Da hilft auch kein Dreierblock, man muss schon bereit sein in der Abwehr und auch ein bisschen Glück haben und Nervenstärke, ja. Lenka Dürr, die Frau auf der Libero-Position, für euch auch ganz wichtig gewesen in dieser Saison. Am Ende, so haben wir das ein bisschen mitbekommen, ja wirklich unter Schmerzen gespielt und im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Zahnfleisch gekrochen. Stimmt das? Wie haben Sie das erlebt? Ja, auch absolut verrückt. Vorm Halbfinale hat sie ihr Oberschenkel ein bisschen verletzt. Ja, eine Muskelverletzung. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn der Muskel ein bisschen angerissen ist oder so, dann nochmal so zurückzukommen. Wir haben auch eine gute zweite Libra mit Morgan Hans, die ein wahnsinniges erstes Halbfinalspiel gespielt hat. Lenka ist super gut zurückgekommen, hat Verantwortung übernommen. Ich weiß, dass ich mich auf Lenka immer verlassen kann. Also wir haben das unglaublich gut gerockt, gestern auch auf dem Feld. Und es macht einfach Spaß, wenn man weiß, ich kann mich auf sie verlassen, ja. Lena Stickroth, Kapitän, Oma Nummer 3, so würde ich das jetzt mal formulieren, hat mir gestern gesagt, sie hat noch nie in einem Team gespielt, wo sie so viel Spaß hatte. Und das nicht nur auf dem Feld, sondern eigentlich tagtäglich. Wie ist der Umgang untereinander, gerade in so Zeiten, wenn man sich ja ständig auf den Füßen rumtritt, wenn man keine anderen Leute sehen kann in so einer Pandemie? Wie habt ihr das klargekriegt? Oft denkt man ja, Frauenmannschaft, Zickenkrieg mitunter. Bei euch hatte man überhaupt nicht den Eindruck, das war Harmonie pur. Immer? Ja, wirklich immer. Also es gab auch gar keine Grüppchen oder so, wie man das vielleicht manchmal kennt. Wir haben, durch Corona konnte man eben nicht so viel machen außerhalb, aber wir haben trotzdem eine ganz gute Mischung gefunden. Unsere vier Amerikaner haben sich gut verstanden, die kannten sich ja auch schon vom College. Es hat auch viel ausgemacht. Ja, und dann ist es wahrscheinlich, habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, ein bisschen auch was mit der Sprache zu tun. Wir können viel, viel schneller kommunizieren. Alle sprechen Englisch. Mittlerweile verstehen die Amerikaner aber auch zumindest gutes Volleyballdeutsch. Das macht vieles einfacher. Und wenn man dann gewinnt, dann macht natürlich alles noch viel mehr Spaß. 5 Finalspiele jetzt in den Knochen und auch noch im Kopf. Sicher ist ja auch eine mentale Geschichte, davon 3-mal in den Tiebreak gegangen. Ist es schon angekommen im Kopf, der Erfolg? Wann kommt es an und was macht Jennifer Janiska in den nächsten Tagen? Ja, ich hoffe, dass es irgendwann ankommt. Also wenn man jetzt die ganzen Bilder und die ganzen Videos sieht und die ganzen Nachrichten, die man bekommt, dann ist es schon echt überwältigend alles. Ganz glauben kann man das nicht. Wir haben das alles gehofft und jetzt ist es wirklich eingetreten. Ich glaube, jeder muss mal kurz ein paar Tage runterfahren, wieder auffrischen und alles sacken lassen. Aber wenn ich die ganzen Videos sehe, auch vorhin hier in der Schalte, da bekommt man schon Pipi in den Augen. Das ist schon echt schön und darauf können wir wirklich sehr, sehr stolz sein, alle zusammen, ja. Das könnt ihr. Jetzt schauen wir mal auf die Konkurrenz. Über Stuttgart haben wir schon geredet. Es gibt eine zweite Mannschaft aus unserem Sendegebiet, Suhl. Auch Suhl hat in diesem Jahr eine erstaunlich gute Rolle gespielt, lange Zeit. Haben Sie das auch so ein bisschen beobachtet? Was können Sie über diese Mannschaft sagen? Ja, total verrückt. Hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Wir hatten gleich das erste oder zweite Hauptrundenspiel in Suhl. Und ja, wenn man Suhl aus den vergangenen Jahren mal ein bisschen beobachtet hat, dann war es, ja, okay, das schaffen wir schon irgendwie. Aber mit der Zeit haben sie sich wirklich stark verbessert, haben sich super gut auf die Gegner eingestellt. Auch eine gute Diagonalangreiferin, stabiles Spiel, wenig Fehler gemacht und auch absolut verdient gute und wichtige Spiele gespielt und auch gewonnen, ja. Also ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Stichwort Nationalmannschaft hatten wir auch schon angesprochen. Die Olympia-Qualifikation ja ganz knapp verpasst mit der deutschen Nationalmannschaft. Wie geht es da jetzt weiter? Glauben Sie denn persönlich, dass Olympische Spiele stattfinden können? Oder sind Sie jetzt vielleicht auf der anderen Seite, frage ich mal so, auch ein bisschen froh, dass der Kelch Tokio an Ihnen vorübergeht? Also froh nicht, weil das Finale war doch schon sehr, sehr knapp. Und wenn man die ganzen Olympia-Qualifikationen aus den letzten 4 Jahren vergleicht, sind wir schon sehr weit gekommen. Wir waren sehr, sehr nah dran. Von da aus ist es schon sehr schade. Jetzt habe ich vorgestern irgendwo gelesen, dass Japan jetzt den Notstand erklärt hat, 3 Monate vor Olympia. Ich bin gespannt. Ich kann es gar nicht einschätzen. Es hängt jetzt eigentlich von der kurzfristigen Entwicklung einfach ab und dann muss man sehen. Aber für die Sportler natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das alles durchgeht, ja. Sie selbst haben aber den Traum von Olympia auch noch nicht ganz aufgegeben, richtig?
Nein, das ist natürlich ein Traum von jedem Sportler, ja. Wie würde der Weg dahin aussehen? Ja, wir müssen mal gucken. Jetzt letztes Jahr hat ja wenig stattgefunden durch die Nationalmannschaft eben. Und jetzt morgen treffen sich die ersten für die Vorbereitung auf die Nations League. Der Qualifikationsmodus hat sich ein bisschen geändert. Jetzt kann man schon mit jedem Länderspiel auch in der Nations League Punkte sammeln. Für die Weltrangliste, die nachher auch ausschlaggebend ist für 2024, heißt, es zählt wirklich jedes Spiel. Wir müssen gucken, dass wir konkurrenzfähig werden und auch bleiben und dann für jedes Spiel möglichst gute Punkte sammeln für die Weltrangliste, ja. Da drückt man natürlich die Daumen. Bleibt denn auch Zeit, mal in die alte Heimat zu fahren, jetzt in den freien Tagen, bevor eventuell die Nationalmannschaft ruft? Sie kommen Ja. ja eher aus dem Norden, nicht hier aus dem Elbtal. Ja, ich hoffe es natürlich. Also jetzt durch Corona ist es natürlich auch so, ich habe meine Eltern ganz, ganz lange nicht gesehen oder meine Schwester. Es ist jetzt schon 8 Monate her und sie werden nächste Woche mich dann besuchen kommen, worauf ich mich sehr, sehr freue, generell auf die ganze Familienzeit. Das ist natürlich auch, es zieht auch Kraft, wenn man immer nur über FaceTime oder Videotelefonie irgendwie Kontakt hält. Ja, das ist jetzt so mein nächstes Ziel, worauf ich mich freue. Sie haben ein paar Tage Zeit, die Beine hochzulegen. Der Trainer hat es nicht. Der muss schon wieder los. Als U23-Auswahltrainer macht ja Alex Weibel jetzt nebenbei. Aus Ihrer Sicht vielleicht auch noch mal ein paar Worte zum Trainer. Welchen Anteil hat der am Erfolg? Was hat er dazu beigetragen, dass ihr diesen Weg gehen konntet, den ihr gegangen seid dieses Jahr? Ja, Alex ist ein absolut korrekter Typ. Es gibt sehr, sehr wenig Kommunikationsprobleme in den ganzen Schnittstellen. Also jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch bei unseren jungen Mädels, dass sie wissen, wo der Weg eben hinführt. Und es wird eigentlich alles genau angesprochen und besprochen, vorbereitet und nachbereitet. Es gibt eine ganz, ganz klare Linie. Kein links und kein rechts, sondern nur nach vorne. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Das hat man gesehen. Wann wird die Oma des DSC ihre Küken das erste Mal wiedersehen? Wann geht es mit der Vorbereitung auf die neue Saison los? Das kann ich gerade noch gar nicht so sagen. Also ich sehe natürlich bei der Nationalmannschaft jetzt noch 3, 4 von uns. Und je nachdem, wie es mit der Europameisterschaft aussieht, werde ich wahrscheinlich dann Mitte September wieder hier herkommen, ja. Dann drücken wir ganz herzlich die Daumen. Danke, Dankeschön. dass Sie da waren. Das war Jennifer Janiska hier aus Dresden, frisch gebackene deutsche Meisterin. Die Freudentränen von gestern, die sind getrocknet, ein bisschen wurde gefeiert. Sie haben es gehört, wir haben uns mitgefreut. Das war der Spio Web Talk heute hier aus Dresden. Vielen Dank fürs Zuschauen.